Sehr geehrter Herr Staatspräsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Premierminister, sehr geehrte Frau Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, sehr geehrte Mitglieder der Knesset, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Präsidentin, Ani Moda Lachem, Shenitan Li, Ledabere Lechem, Kan Bebait Mechobat Se. Zekavot Gadol Avori. Ich danke allen Abgeordneten der Knesset dafür. Ich danke allen, dass ich in meiner Muttersprache heute zu Ihnen sprechen darf. Ich spreche zu Ihnen in einem besonderen Jahr. 60 Jahre Israel, das sind 60 Jahre großartiger Aufbauarbeit der Menschen unter schwierigen Bedingungen. 60 Jahre Israel, das sind 60 Jahre Integration von Zuwanderern in das Gemeinwesen dieses Staates. Der Zivilisationsbruch durch die Shoah ist beispiellos. Er hat Wunden bis heute hinterlassen. Er schien Beziehungen zwischen Israel und Deutschland zunächst geradezu unmöglich zu machen. In den israelischen Pässen stand lange Zeit der Satz, gilt für alle Länder mit Ausnahme Deutschlands. Umgekehrt habe ich selbst die ersten 35 Jahre meines Lebens in einem Teil Deutschlands, in der DDR gelebt, die den Nationalsozialismus als westdeutsches Problem betrachtete. Auch den Staat Israel hat die DDR bis kurz vor ihrem Ende nicht anerkannt. Dann gibt es ja noch was. Jedes Jahr sterben mehr Deutsche, als geboren werden. Das liegt zum Glück daran, dass die Nazis sich auch nicht besonders vervielfältigen. Und schon deshalb sind wir auf Zuwanderer aus anderen Ländern angewiesen. חודש לפני הבחירות בגרמניה מתיישבת איתנו אליס ויידל, מועמדת מפלגת הימין הקיצוני AfD לראיון בלעדי. Also erstmal vielen Dank für dieses Interview. Ich fange mal so an. Ich bin Israeli, aber bin auch Deutsch, wie viele andere Israelis, wo hier in Berlin leben. Warum sollen wir eigentlich die AfD wählen? Ziemlich einfach. Es ist, wie der Name schon sagt, die Alternative für Deutschland. Alternative למה אתם שואלים? ויידל תענה לכם בדיוק את מה שאתם רוצים לשמוע. Alternative לטרור, Alternative לאסלאם. Die Fakten zu benennen und das Kind beim Namen. Meine Damen und Herren, die Lösung sitzt in diesem Saal. Das neue Europa, die neuen Staats- und Regierungschefs von Europa haben sich hier heute in Teilen bereits versammelt. Die haben diese Lösungen. Wenn Merkel und ihren Gefolgsleuten die Ideen für ein neues Europa fehlen, dann muss sich die Politik ändern. Dazu müssen sich aber auch Personen ändern, meine Damen und Herren. Und dafür stehen wir bereit. Ich möchte heute auch noch ein anderes Land in den Fokus stellen, ein nicht-europäisches. Ja, meine Damen und Herren, wir haben ein Problem mit dem politischen Islam. In Deutschland, in Europa, vor allem in Westeuropa. Es gibt ein Land, was schon Jahrzehnte längere Erfahrung in dieser Frage hat. Ein Land, was sich mit einer Politik der Europäischen Union konfrontiert sieht, die feindlicher kaum sein könnte. Die Europäische Union finanziert letztlich über Umwege Terrororganisationen gegen Israel. Diese Europäische Union, die sich für besonders liberal, für besonders
verbindend hält. Meine Damen und Herren, was die Europäische Union mit Israel tut, wie sie es behandelt, das ist letztlich Ausweis dessen, dass man sich vor der eigenen Zukunft fürchtet. Israel ist unsere Zukunft, meine Damen und Herren, in der Form, wie man mit diesem Land umgeht. Meine Damen und Herren, wer den politischen Islam, wer den islamischen Staat wirklich bekämpfen will, what has happened over the last few, sort of the short period of time, into the ISIS, against ISIS? And I'd be delighted if you've got another cursor. This isn't working. Now, you can look at the map from a year ago and from now. Days. You can see the dark gray. The ISIS has lost a lot of people. They're recruiting anew. They've lost a lot of their actual oil assets. They're trying to compensate themselves by actually levying a lot of taxes instead now. And the effort today, the central efforts are actually in the actual fighting, is in order to cut off this contiguity, in order to separate them from Turkey, so there will be some way of curbing the whole flowing of all the weaponry. And these are the main efforts that are being exerted. But you have to remember that ISIS and the Islamic State has a very high level of settling themselves, and then can change and adapt themselves to things that are happening. And I think that over the last 3 months, through the eyes of this organization, were the worst ever for them that they have ever suffered. And the big question is, how would the state of Israel like this whole story to end in Syria? I'd like to end it on a negative aspect. How would we not like it to end? As far as we're concerned, I think to a certain degree, a scene that is described here describes the scene in the cemetery in the good, bad, and the ugly. ISIS has been defeated, it has been contained, its influence has been decreased, and the superpowers have left the area, and we are stuck here with a radical axis, with the Hezbollah in Iran, with perhaps no better caches of weaponry than we had before. So as far as we're concerned, it's a very complicated, complex end, a negative one, and we need to impact so this will not happen with the help of the superpowers and with other ways, of course, as well. Er sollte Israel unterstützen und nicht auch noch politisch und finanziell bekämpfen. In Deutschland herrscht auch in der Medienkultur, in der öffentlichen Meinung, so eine Verharmlosung und Bagatellisierung des offensichtlichen Terrors vor. Sie müssen sich mal vorstellen, dass Messerstecher, die hier täglich irgendwie rumlaufen, Einzeltäter, geistig Verwirrte, Sie als Israelin, Sie wissen genau, worüber wir gerade sprechen. Der Islam gehört unter diesem Vorzeichen nicht zu Deutschland. Sie meinen, dass der Islam keinen Platz in Deutschland hat. Hat das Judentum einen Platz in Deutschland? Natürlich, immer schon gehabt. Ich persönlich trauere der Zeit nach. Wir haben eigentlich durch unsere Geschichte, in den unsäglichen 12 Jahren, haben wir das bürgerliche Rückgrat in Deutschland zerstört, das maßgeblich auch von Juden gestellt wurde. Und das steht außer Frage. Also es ist genau umgekehrt. Und darum verstehe ich auch die Kritik und die Distanz des Zentralrates der Juden in Deutschland auch zu mir und auch zu der AfD überhaupt nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil wir eigentlich im übertragenen Sinne die gleichen Ziele haben. Regelmäßig kommentiert der einflussreiche Likud-Abgeordnete Yehuda Glick das Tagesgeschehen in den sozialen Netzwerken. Der Wahlerfolg der AfD macht ihm keine Sorgen. Es gibt Radikale im linken Lager, die den Islam, Antijudaismus und Antisemitismus unterstützen. Und es gibt Gemäßigte im rechten Lager. Die Zahl der Muslime in Europa steigt rapide an. An sich ist das nicht negativ. Negativ sind die Leute, die die Werte und die Intoleranz des radikalen Islam importieren. Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas,
Il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Nous devons changer, alors nous allons changer. Europe has not yet learned how to be multicultural, and I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Jascha Munk lehrt politische Theorie in Harvard und sorgt sich um den Fortbestand der Demokratie. Guten Abend, Herr Munk. Schönen guten Abend. Warum ist denn das Grundvertrauen in die etablierte Politik so zurückgegangen? Die Populisten steigen ja seit vielen Jahren in vielen Ländern auf. Das bedeutet, man muss jetzt ein bisschen auch vergleichen schauen. Und da sind drei Gründe sehr wichtig. Zum ersten Mal die wirtschaftliche Stagnation, dass selbst wenn es im Land relativ gut geht, viele Menschen das Gefühl haben, so wirklich besser als meine Eltern geht es mir nicht, meinen Kindern wird es vielleicht noch mal schlechter gehen. Zum Zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, es wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Und drittens, dass dieser Ärger, diese Wut auf die Politik gebündelt wird durch das Internet, durch das es eben gerade einfacher wird, Hasskommentare abzulassen, Propaganda zu machen und sich auch für extreme Politiker politisch zu organisieren. Und das kann man nicht ignorieren. Der radikale Islam in Europa sei für die Juden und Israel gefährlicher als die Rechtsextremen. Das ist der Gedanke, der sich hier seinen Weg bahnt. Seit Jahren macht sich Professor Hillel Weiss von der Siedlerbewegung stark für ein Bündnis zwischen israelischen und europäischen Nationalisten, um die westlichen Werte zu verteidigen. 2010 organisierte er den Besuch von mehreren rechtsextremen europäischen Parteichefs, darunter Heinz Strache von der FPÖ und der Belgier Philippe de Winter. Die Europäer sind keine Nazis und auch keine Neonazis. Sie brauchen sich für ihren Nationalismus und ihre Weigerung, Flüchtlinge aufzunehmen, überhaupt nicht zu schämen. Die organisierten, religiösen, nationalistischen Muslime haben in Europa nichts zu suchen. Dort ist nicht ihr Platz. Als sie beim Wahlkampf vom israelischen Fernsehen interviewt wurde, unterstrich Alice Weidel die gemeinsamen Interessen von Europa und Israel. Sie als Israelin, Sie wissen genau, worüber wir gerade sprechen. Wir sprechen hier von einem islamisch geprägten Terror. Der ehemalige israelische Botschafter in Frankreich, Daniel Scheck, beobachtete sehr genau die Bemühungen von Marine Le Pen, um von Israel offiziell eingeladen zu werden. Damit wollte sich die Chefin des Front National vom Vorwurf des Antisemitismus reinwaschen. Er empfahl seiner Regierung abzulehnen. Nichts hat sich in einer Weise geändert, dass der Staat Israel oder eine ehrwürdige israelische Partei ihre Haltung gegenüber diesen Parteien ändern müssten. Denn die hassen die Juden letztendlich ebenso wie die Araber. Im vergangenen Juli löste Benjamin Netanyahu eine Debatte aus, als er Ungarns nationalistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban besuchte. Vor allem in Sachen Einwanderungs- und Sicherheitspolitik verstanden sich die beiden Männer bestens. Zur Veranstaltung der AfD-Fraktion am 1. Februar 2018 im Deutschen Bundestag gegen Antisemitismus forderte der frühere israelische Minister und Operationsleiter des Mossad, Rafi Eitan, Deutschland auf, die Grenzen zu schließen und die muslimische Masseneinwanderung nach Europa zu stoppen. Eitan, der als Operationsleiter Adolf Eichmann in Argentinien verhaftet hat, wünscht der AfD Erfolg, lobt den politischen Ansatz der AfD zur Sicherung der Grenzen und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die AfD nicht nur eine Alternative für Deutschland sein wird, sondern eine Alternative für Europa. I am sure that instead of alternative for Germany, you might become alternative for Europe. Herr
Rabbiner Dr. Chaim Roshvatsky berichtete der AfD über seine Erfahrungen mit antisemitischen Angriffen, die vor allem von jungen Muslimen ausgingen. Aber über sein Leben und über seine Erfahrungen mit Antisemitismus, das ist auch unser Thema heute, wird er jetzt zu Ihnen sprechen. Aber dann habe ich gegangen von einmal von Technischer Universität auf der Straße neben Ernst-Reuter-Platz und ein Auto gehalten auf der Straße und dann fangen schreien, Jude, eine ganze Menge junge Leute. Und ich habe gesehen, wer sie sind. Sie waren nicht kein deutscher Menschen, sie waren muslimische Leute. Das war ein Fakt.